So, hallo zu einer neuen Factorio-Folge. So, hier baue ich das ab und dann hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal hier ein bisschen an der unten ein bisschen optimiert, das hier gebaut und habe jetzt das hier gemacht mit dem Reparieren und das sieht auch ganz gut aus. Dass jetzt hier sich der Staub staut. Hier unten ist es nicht ganz so kritisch, aber da fahren zur Not auch die Köpfe rum, so dass ich hier problemlos jederzeit auch umstellen könnte auf das System mit diesen Drillköpfen. So, und mittlerweile staut sich das auch hier drinnen, das ist super. Jetzt muss ich bloß mal sehen, dass ich vielleicht würde das Sinn machen, hier eine Grenze reinzubringen, so dass der nie unendlich hier reinfordert und es praktisch dann mal einen Rückstau gibt. Und das werde ich auch mal so machen, weil es ausreicht, wenn praktisch, sag ich mal, der Wert kleiner als, sagen wir mal, 600 ist. Und daran gekoppelt ist ja auch der Verbrauch an diesen blauen Blöcken. Oder machen wir die einfach 1000. Das ist eine schöne, rundere Zahl. So. Genau, jetzt staut sich das hier. Damit reduziere ich auch meinen Unicom-Verbrauch extrem. Und hier habe ich das ja auch gemacht, genau. So ähnlich gut. Hier ist uns der Brennstoff ausgegangen. Allerdings ist es nicht mehr viel, da reicht ein wenig schlechter Qualität Brennstoff. Also das hier wäre jetzt eine totale Verschwendung. Holz ist auch nicht so optimal. Aber machen wir mal. Da ich Holz einstecken habe und das jetzt auch sonst nicht brauche, tue ich mir mal jetzt mal so eine Holzpalette herstellen, so Briketts. Und das sollte eigentlich reichen. Und es ist auch ein bisschen schade um die Verschwendung. Naja, so ist das eben. So, und dann wollte ich hier praktisch jetzt den Reparaturweg aufbauen, um hier noch weiter zu fördern und diese ganze Anlage will ich dann später mal vielleicht als Außenposten irgendwo hin verrücken, so dass mich auch dann das mit der Eisenbahn wieder ein bisschen praktisch rumfahren kann und das dort dann ja ranhole. So, wie weit geht das hier? Das ist ziemlich weit. Ja, es gibt von den also in meinem Mod ist jetzt nichts drin, was jetzt das sinnvoll macht, diese zu farmen. Also weder kann man jetzt aus dem Beiter Fleisch, sage ich mal, was machen, oder es droppt eben auch keine Alien-Kugeln oder irgend sowas. Daran muss ich noch ein bisschen, muss ich mir das nochmal angucken im Ganzen, wie ich das machen will oder handeln will. Und dann wird auch dazu was kommen und dann macht das auch mehr Sinn, sich solche Stellen oder Dinger aufzuheben und direkt abzufarmen. Aber jetzt im Moment macht das gar keinen Sinn. Ne? Das ist einfach doof. Also nerven die einfach nur. Und platzmäßig sieht's, wenn ich mir richtig jetzt die Karte angucke, hätten wir hier drüben eigentlich ein bisschen mehr Platz und nach hier unten und hier oben habe ich alles getötet, um das mal so zu sagen. Und ich wäre jetzt hier vielleicht, hier ist ein Feld, zu dem könnte man jetzt den neuen Außenposten bauen. Ich weiß, hier ist auch noch einer, aber den hebe ich mir mal für später auf. Also herstellen da drüben benutzen und ich dachte mir, erstmal habe ich ja in der Zwischenstation hier die Stromversorgung
Und ich wäre aber trotzdem jetzt noch mal eine mit diesem Solargerät da mitnehmen und mir auch hier ein paar mehr Batterien einstecken. Also Akkumulatoren. Und ich will mal sehen, ob man vielleicht das sogar mal sinnvoll verknüpft. Ob es da irgendwie eine sinnmachende Bauart gibt. So, 70 nehmen wir mit. Von denen, ach, habe ich auch 100 hier. Perfekt. Und ansonsten habe ich bestimmt auch noch irgendwo ein paar Schlackemauern. Würde mich nie wundern. Naja, hier hätte ich zwar nur doch noch welche. Und jetzt brauche ich noch eine große Anzahl von Schienen. Wobei ich mir da ziemlich sicher bin, dass ich noch keine Schienenfabrik habe. So, Forschung ist auch fertig gewesen, dann forschen wir halt irgendwas anderes hier weiter. Irgendwas. Doch, es kommen hier Schienen an, aber die kommen von hier oben, also aus einer Kiste. Und ich habe bestimmt noch irgendwo eine Fabrik frei, wo ich da jetzt Schienen produzieren kann. Hier, wie gesagt, muss ich mal gucken, was muss ich hier aufräumen ein bisschen. Ja, um hier die Generierung weiter zu haben. Und das fällt praktisch auch weg, weil ich ja das Rezept zwischenzeitlich geändert hatte. Deshalb hat sich das hier erledigt. Hier kann ich dann ein ganz normales Setup reinmachen und hier an der Stelle werden wir jetzt einfach Schienen produzieren. Dazu brauche ich Steine. Die Sticks, das ist schlecht. Und Stahl. Denn ich denke mal, die Sticks, die werden nirgendwo hergestellt. Deshalb ja, brauche ich noch eine Fabrik für die Sticks. Und damit ist hier hinten an der Stelle ist noch was frei. Und da brauche ich bloß noch Eisenplatten. Eisenplatten, dann ist hier irgendwelches anderes Zeug noch drin. Ja, Kohle ist für hier. Ach ja, genau, da ist das andere Metall hergestellt worden. Das ist natürlich ungünstig. Beziehungsweise das, warum auch immer. Naja. Soweit, so gut. Dann stellen wir das um auf diese Dingens hier und dann haben wir auch meine Roboter beim Fliegen ein bisschen was zu tun. Und habe ich denn noch so ein paar Roboter? Frames? Nee. Okay. Dann Mining Drill müsste ich eigentlich noch einstecken haben. Genau, da habe ich noch 6 Stück. Die Module dazu habe ich auch einstecken. Türme habe ich. Munition ein wenig. Ja. Ich denke mal, das funktioniert so. Ob ich mit den Schienen hinkomme, das muss ich mal sehen. Ich hoffe es. Und robotertechnisch, wie viel sind hier in Aktion? Also ist noch Luft. Da brauche ich jetzt auch nicht groß was, aber ich kann mir noch 10 Stück einstecken von hier, dann werden die nachproduziert und
habe ich halt auch ein bisschen was, wenn ich was abreißen will. Und Personal Roboport habe ich auch. Gut. So, dann schnappen wir uns unsere Lok. Und dieses Mal wollte ich ja eigentlich mit der anderen Lokomotive fahren. Das bedeutet, ich müsste die mal hier parken und praktisch auf diesen Standort wechseln. Und da kommt schon wieder die Forschung dazwischen. Die ist aber gar nicht mehr viel schneller als die andere. So, jetzt war ich ein bisschen geschockt, weil auf der Karte hier ist der Schienenstrang nicht zu sehen. Deshalb war ich jetzt ein bisschen verunsichert und hier habe ich jetzt gerade ein wenig Bedenken, weil hier hatte ich wahrscheinlich die Verteidigung abgebaut, so wie ich das jetzt sehe. Da aber jetzt hier noch ein bisschen der Strom dran hängt, stelle ich jetzt hier erstmal wieder was auf und mauer das auch ein. Und zwar kann ich da, ja, da kann ich die Mauer nehmen. Meine, so viel helfen die Mauer nicht bei einem richtigen Angriff. Aber ein wenig Absicherung ist es ja trotzdem am Ende. Und zur Not könnte ich dann auch den Zug hier drinnen parken. So. So, und Tore. Habe ich da welche? Ja, habe ich sogar. Ja, wäre ja ein Wunder gewesen. So. Okay. Weiter geht die Fahrt. Ich hoffe mal, der Strom ist noch durchgängig. Ah ja, ah, genau, ja. Oh, genau. Hier hatte ich ja die Radarstation hingestellt und auch ein wenig befestigt. Genau. Und hier die Stromversorgung, ja, sichergestellt. Gut. Dann geht es von hier aus weiter mit Schienenbau. So, und das Steinfeld ist natürlich super gelegen. Jetzt bin ich froh, dass ich meine Roboter mitgenommen habe. Ungünstig, aber das kann ich ja dann gleich alles im Zug tun. Und was ist jetzt hier? Ach so, da ich ja ein Roboport bloß habe, naja, kann der nicht ganz so viele nutzen. So. Da muss noch was weg. Und mein Inventar ist voll. Theoretisch müsste das so sein.
Theoretisch müsste das so sein. Na, wo ist jetzt die blöde Stromverbindung? Und das wird knapp, schätze ich mal. Ungünstig, naja, kann man erstmal nichts machen. So, und die Station wird, na, Phantomix. Ne, hier machen wir, Laden. Okay. Und den Zug lassen wir zum Laden AP fahren und dort warten wir, bis das Inventory voll ist. Und dann muss ich natürlich fahren zum Entladen. Dort, bis das Inventar leer ist. Und danach fahren wir zum Betriebsstoff. Und Betriebsstoff warten wir. Und Betriebsstoff, na super. Und Betriebsstoff warten wir 10 Sekunden oder 5, das reicht zu. Genau. Und jetzt fahren wir erstmal hierher. Sehr schön. So, und hier kann ich erstmal jetzt was einladen, damit ich weiterhin Bäume fällen kann. Und hier kommt jetzt praktisch das Verladen hin in die Waggons. Ich weiß nicht, warum das hier mit dem Weißen nie stimmt. Aber naja, das kann ich jetzt auch nicht ändern. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem Vanilla jetzt stimmen würde, wenn ich da den Zug nehmen würde. Ich habe es nicht ausprobiert. So. Jedenfalls. Etwa so. Jetzt wäre es natürlich super, wenn ich einen Splitter hätte noch. Und eine Lampe. Lampen habe ich aber genügend. Das ist nicht das Problem. Können wir ruhig hier an der Station, dort wo die Lokomotive hält, eine Lampe machen und hier ein Stück weiter weg eine Lampe. Und dann brauche ich natürlich hier den Stromverteiler vor Ort. Da nehme ich sieht ganz gut aus. Und der Rest mache ich jetzt mit. Ich hoffe mal, dass das reicht, dass ich jetzt mit denen die Verbindung hinkriege. Ja, reicht. Super. Damit habe ich Strom von der linken Seite. Und das Einzige, was jetzt nicht reicht, was jetzt deutlich nicht reichen wird, sind die Schienen. Und da fehlen mir Steine, die zu bauen. Und zum Glück bin ich ja hier am ziemlichen Steinaußenposten. Somit sollte das kein Problem werden.
Eisen habe ich, davon habe ich genug. So. Genau, jetzt hier Maschinen. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich hier ein vernünftiges Muster kriege. Naja, vernünftig sieht sicherlich anders aus, aber so wird's gehen. Jetzt habe ich natürlich was Entscheidendes vergessen. Ganz wichtig ist natürlich hier bei meinem Spielstand oder Spielweise, dass ich hier die Dinger so setze. So. Und ich habe natürlich ein bisschen übersehen, dass mein Strommast an der völlig falschen Stelle steht, sondern da muss natürlich hier alles abfangen. Und jetzt brauche ich noch ein bisschen was Schnelleres zum Einladen. Habe ich zum Glück noch ein paar. Ja, das ist verkehrt rum. Das ist so, so. Und davor können Standard blau machen, weil die langsamer sind. Und der Rest kommt dann mit einem Stack-Size-Bonus. Und da sollte das eigentlich so funktionieren. Lustigerweise kann die Lokke jetzt nicht wegfahren, weil die hat ja keinen Weg. Deshalb müssen wir noch ein paar Schienen bauen. Und dann muss ich bestimmt auch noch ein paar Signale setzen und Mauern ringsrum und. So. Und Verteidigung sollte ich gleich als erstes mal noch mitsetzen. Ich nehme hier Plasmaturm, wenn ich einen einstecken hätte. Müssen wir mal zwei Stück bauen. So. Möglichst haarscharf hier lang. Was natürlich wieder nicht geht. Vielleicht so. Vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht. Werden wir sehen. Wenn der Zug voll beladen ist, fährt er ja dann selbstständig weg. Das wird dann in dem Fall ein langer Fußmarsch zurück. Weil das doch ein bisschen zügig geht, stelle ich das mal auf manuell gleich. So. Damit ich hier noch in Ruhe jetzt die Mauern ziehen kann. Von denen habe ich noch ausreichend. Gut, dann mache ich hier. Ungefähr und hier. Das ist ein Stück zu weit oben. Der muss ein Stück runter. So. Hier hin. Und jetzt werde ich auch noch gleich das ein bisschen mit unterstützen, stromtechnisch. Und praktisch hier die Anlage aufbauen für dass ich hier Strom direkt noch erzeuge per ja, komme ich da ja durch? Wahrscheinlich nie. Doch, hervorragend.
halt Munition. So, damit ist erstmal das gesichert. Und na gut, ich könnte mal hier probieren, wie die anderen Mauern aussehen. Ja, ich habe mir das fast gedacht, da funktioniert das nicht mit dem Anschluss so richtig. Aber ist okay. Und so, schaue ich mal. So, hier kann ich lang ziehen, so. Und hier mache ich das auch mal so. Und da gehen wir die Mauern aus. Mache ich das mal so, dass sieht das wenigstens noch ein bisschen vernünftig aus. Und hier drüben müsste ich das ja dann ähnlich machen. Aber ich hatte ja noch die anderen Mauern mitgenommen, die hier. Und da kann ich ja sowas wie wie einen Übergang machen. So. Genau. Und dann kommen hier die Mauern. Nahezu perfekt. Ich sehe schon, das ist, so wie es aussieht, irgendwie ins zu weit drüben. Kann das sein? Naja, nicht ganz so schlimm. Zaun haben wir und jetzt noch ein wenig mehr Verteidigung im Kernbereich, weil hier möchte ich jetzt das mit den und natürlich hier im Eingangsbereich wäre natürlich cool, wenn man das jetzt einfach hier so draufsetzen könnte. Aber das geht natürlich nie. Ist ja Quatsch. Also mache ich das bloß so. Munitionstechnisch sieht es natürlich ganz dünn aus. Da. Naja. Teile ich die restliche Munition eben auf. Da muss ich vielleicht nochmal welche machen, die mit der Lasermunition funktioniert. Und dann ist das günstiger. So, und hier noch welche. Und den Rest aus dem Inventar raus. Gut. Ich hatte die. Können wir uns das auch noch ein bisschen hübsch machen? Wie sich das gehört? Wenn mich nicht ständig die Forschung stören würde hier. Machen wir uns das mal alles noch ein bisschen hübsch. Den Bahnhofsbereich. Ist eben doof, dass man die Kurven nicht so richtig gestalten kann. Mit den Grundplatten. Das sieht dann immer ziemlich doof aus. Aber jetzt hier nochmal. Eine Fläche mache, wo Energie hinkommt und dann müsste ich ja irgendwo, wenn ich es nie vergessen habe, das Ding da einstecken haben. Offensichtlich nee. Zumindest leuchtet das jetzt nirgendwo auf hier drüben, hier. Und ich sehe es auch nicht. Das ist ein schöner Mist. Das wollte ich jetzt nämlich eigentlich hier setzen, aber das ist nicht ganz so tragisch. Da setze ich zwischenzeitlich erstmal die Batteriestation. Und die Batteriestation
als Puffer. Ich lasse mal den Turm noch ein Stück weg, wenn es gehen würde. Genau. So, naja, ist immer noch ein bisschen unschön. Na gut, gucken wir mal. Da wäre es jetzt besser, ich würde nur die nehmen, weil das dann besser aussieht mit Umrandung. Aber mir wäre es schon ganz recht, wenn ich da ein bisschen mehr Reserve hätte an Strom. Und ich praktisch ja hier die dickeren nehmen kann. So, mit dem Füllen ist jetzt natürlich nicht ganz so einfach, weil der Strom kommt natürlich von der anderen Seite und wird hier nur produziert. Und das Ding habe ich, so wie es aussieht, in meiner Basis irgendwo stehen lassen, vergessen. Das war natürlich nicht so geplant. So, deshalb kann ich jetzt auch beruhigt mit dem Zug eigentlich zurückfahren und die ganze Sache hier. Ja, so seinen Gang gehen lassen. Oder besser gesagt, wir fahren einfach hier. Ist der Zug eigentlich voll? Ja. Muss schon mal gucken, was hier so viel Strom verbraucht zwischendurch. Die Temperatur wäre da ausreichend, auch ausreichend Dingens, MF. Ich könnte hier praktisch noch mal die Leistung um 720 erhöhen. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann irgendwann kollabiert hier. Aber was anderes bleibt ja jetzt nicht, um das noch hier auszuprobieren. Es sieht stabil aus halt für meinen, so wie ich das jetzt sehe. Also gucke ich mal, ob das so funktioniert. So, jetzt fällt die Temperatur hier durch den ganzen Kreis. Wahrscheinlich habe ich das in einer vorhergehenden Folge schon mal alles probiert gehabt. Und ja, wenn das fällt, ist das eher suboptimal. Netzstrombelastung würde dann gerade so reichen, so wie die jetzt ist. Produktion geladen. Ja. Oh, die Temperatur hat sich stabilisiert. Gerade so. Also wenn die sich auf so einem Level hält, dann ist das auch noch in Ordnung. Dann ist Verbrauch und Dingens hält sich da die Waage, und dann kommen noch die 150 Kilowatt von den Solarzellen dazu, die dort schon installiert sind. Und da hätte ich eigentlich noch mal ein paar aufstellen können. Fahre ich nochmal zurück und stelle nochmal vier hin, auch wenn es jetzt so dunkel ist und man die natürlich nicht sieht. Genau. Das wird das Ganze ein bisschen entlasten, hoffe ich mal. Obwohl ich, wie gesagt, kein Freund von Solarenergie bin. Aber jetzt werden die Akkumulatoren geladen
Und nachts müsste ich dann hinkommen, ohne dass die übermäßig hier beansprucht werden. Und desto mehr Solarenergie jetzt hier kommt, dann schaltet das hoffentlich auch hier zurück. Vielleicht ein paar Kilowatt und damit erholt sich auch die Temperatur. Letztendlich, das wird aber erst passieren, nachdem die Akkumulatoren gefüllt sind. So, dann können wir hier im Automatikbrief fahren. Und ja, und ich kann auch die Folge eigentlich beenden, weil die Zeit ist um. Wie so oft. Da kommen sie alle angeflogen. Und was ich jetzt total vergessen habe an der Sache ist, dass ich natürlich da meine Station auch umbauen muss ein wenig. Ist aber nicht das Problem. Da setze ich mir noch schnell jetzt zwei Kisten hin. Und damit weiß ich dann, dass ich hier oder drei, dass ich hier ausladen muss. Die zwei funktionieren mit alt und neu. Und hier kommen jetzt dann praktisch die neuen hin. Und dann laden hier zwei Arme halt bloß aus und hier halt drei. Oh, ich mache hier auch zwei. Sieht das einfach besser aus. So. Das kommt alles nur auf eine Seite. Naja, dann laden wir jetzt eben auf die andere Seite aus. So, hier sieht man schon, ich brauche hier ein bisschen schnellere Fließbänder. So, und das kann natürlich dann auch irgendwann mal weg und so weiter und so fort. So, wie sieht es denn hier mit unserer Reserve aus? Schlecht. Und hier auch nicht so viele drin. Na gut, das staut sich jetzt hier hoffentlich wieder zurück. Und mein Gesamtbestand an Unicom ist 11.000. Hier drüben sagt man das. Also eigentlich ein sicheres Polster. So, das war's und dann bis zur nächsten Folge. Hier steht das Dings. Tschüss.